so hart ist und dann durch die Beschleunigung hat es nicht mehr reingedruckt. Er hat nicht damit gerechnet, dass es da so flott wird innerhalb von ein paar Metern. Ja, es passt. Dran. Es dran an Johann Claret. Der Max feiert jetzt an der Umme. Jetzt geht sauber drauf. Ja, enger. Jetzt macht zu die Reiben. Jetzt macht die Reiben zu. Gut. Gehen wir. Stoff. Drin bleiben. Und jetzt wird es interessant. Ja. Achtung, diese Passage. Umgelegt. Fertig fahren. Ja, leicht schlagig. Und jetzt ist es spitzig geworden. Das wird Zeit kosten. Aber es könnte sich auskennen. 100 km/h ist schnell. 1,10,57 gilt es einmal zu schlagen. 1,10,53. Reicht doch. Bestzeit ist im Haus. Darunter auch Matthias Mayer, Swindal natürlich, Jansrud dürfen wir nicht vergessen, Reichel, Streitberger, Ligeti. Oh, erster Ausfall, beziehungsweise Sturz. Weiter geht's. Kannst du mir bitte auf die Schulter klopfen, jetzt kommt das Swindal. Selbstverständlich. Auf geht's. So, jetzt. Axel Swindal. Jetzt wird zum Hallerli geblasen. Alle machen nicht so ab, werden. Max Fahrt so enger hineingefahren. Was? Jo. Was da schon wieder passiert? Okay, ist mal schon passiert. Was denn? Werner Max Fahrt. Ja. 300. schneller. Ja, aber der hat die Rechtskurve schon super erwischt. Gell? Eng in Anzug durchgefahren, das war schon wieder Swindal in Reinkultur. Der fährt die Hände nur aus, um das Tor wegzuboxen. Und wieder rein. 33. So schnell es geht. Da war 33 Hundertstel Rückstand. Ja. Das sind Passagen, kann man nicht genau sehen, wo sie die Zeit verlieren. Ui, siehst du, ähnlich wie der Matthias Mayer, das war nicht sauber, genau. Da sind ganz kurze Schläge. Jetzt wird es interessant. Wie viel Speed nimmt er mit da unten in den unteren Teil? Kommt er an den 100er heran in km/h? Ja, das war gut. 98,1 km/h, da war Max Franz schneller. Ich glaube, das geht sich nicht aus. Ich glaube, der Max 1, bleibt 10, 53 gilt es der zu Max schlagen. Nein. Gibt's das. Das ist in Ordnung. Ja. Lass mal gelten. Oh ja. Der Papa ist da. Damit können alle leben hier. Ja, perfekt. Aber ist noch nicht aus. So, Morgan Miller unten, seine Frau. Body Miller oben. Sicher, mit Wut im Bauch, dass es gestern nicht geklappt hat. Der ganz große Traum, Abfahrt von Kitzbühel, ist gestern einmal nicht in Erfüllung gegangen. Und die Frage, feiert Max Franz seinen ersten Weltcupsieg und das vielleicht ex aequo mit dem großen Axel in Swindal? Was wäre das für eine Geschichte? Ja. Er hat was dagegen. So ist es. Wobei natürlich, an Mann wie dem Miller kannst du natürlich zutrauen, dass dem dieser 1000-Gulden-Schuss gelingt und eine perfekte Fahrt. Er oben knallt schon wieder drin. Also der gibt nicht noch. Schau dir das an. Das meine ich. Dem konnte es heute aufgehen. Und sich, was weiß ich, 3-4 Zehntel vielleicht absetzen von den anderen. Kommt zurück in dieser Saison. Fährt so mit überall. Und plötzlich in Kitzbühel, kurz vor Olympia, ist der wieder voll da. Ja. 39 Hundertstel. 4 Zehntel hat er jetzt fast Vorsprung. So. Wenn nichts mehr passiert. Kompromisslos. Nein, der scheißt jetzt nichts. Das ist volles Programm. Wo es nur geht. Jetzt pass auf. Die nächsten drei Schwünge sind wichtig. 1, 2, direkt ein bisschen weggerutscht. 3, 8, bleib mal auf. 100,9 km/h. Bestzeit. Das wird der Bestzeit. 1,10,53, 1,9, 1,10. Jetzt schlägt er zurück. 30,1 Sekunde. Für Body Miller. Das ist ein wirklich war super. Und so ist der Sport. Gestern kriegt er genau quatschen und heute ist er wieder so beieinander. Ist ihm zu vergunnen. Und eigentlich muss es das gewesen sein. Jawohl. Schau mal. Ja, schnell akzeptiert. Auch in Zeitlupe schnell akzeptiert, kurz geärgert und trotzdem von einem Body Miller geschlagen werden, mein Gott, ja. Max Franz muss weiter warten auf den ersten Weltcupsieg, der passiert sowieso irgendwann. Also er gelingt ihm, passieren wird er nicht. Aber noch ist es nicht vorbei, Body Miller ist in Führung, aber ob diese Fahrt noch zu toppen ist, das wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. Ich habe 900 schneller. Der Fago. Aufgehört zu schneien hat. Das muss man mal sagen. Also, Sicht wohl doch besser.
als zumindest die ersten. Ja, aber in der Piste dafür mehr Spuren und mehr Schläge drinnen. Ja. Aber langsam ist er natürlich auch nicht, gell, der Defago. 1:10:43 gibt es jetzt zu schlagen. Übermagisch. Gibt's nicht sowas. Gleich der Nächste. Ja, unglaublich. Und der Hummelskrimi geht weiter, gell. So, bitte, wo ist Buddy Miller? Wo ist der Miller? Ja! Der hat sich irgendwo versteckt. Bravo Didier. Oh Bravo Didier. Gott.